Tagesordnungspunkt 16, Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Strenge Sanktionen gegen Russland und Belarus im Agrarbereich einführen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Bitte die Kolleginnen und Kollegen doch zügig jetzt sich hinzusetzen oder den Saal zu verlassen. Das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen. Herr Schnieder, ich möchte gerne beginnen und Ihren Kollegen Stegemann aufrufen. Ja, für Sie ist er bitter, aber da braucht ja jemand, der zuhört, nicht? Also so, ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Albert Stegemann, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für Ihre Bemühungen, dass hier auch genügend Aufmerksamkeit herrscht. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ja, wir fordern jetzt Sanktionen für russische Importe in die Europäische Union, will aber vorweg eins vorwegschieben. Ich finde, wir dürfen uns an diese schreckliche Situation, die wir seit über zwei Jahren erleben, nicht gewöhnen. Was wir sehen jeden Tag, das sind Bilder, die finden ja im TV statt, das sind Bilder, die sehen wir in Zeitungen, in Zeitschriften, aber das sind keine Bilder, sondern das findet tatsächlich jeden Tag real statt in Schützengräben, das sind echte Menschenleben. Und an dieser Stelle will ich auch noch mal betonen, weil scheinbar muss man es leider immer wieder betonen, es ist ein schrecklicher Angriffskrieg Putins, ein schrecklicher Angriffskrieg Putins, Russlands gegen die Ukraine. Die Ukraine ist vollkommen unschuldig. Ich finde das traurig, dass man das immer wieder unterstreichen muss. Aber das ist mir in dieser Diskussion noch mal wichtig, das hier noch mal doppelt zu unterstreichen. Jetzt fordern wir Sanktionen. Jetzt kann der eine oder andere fragen, warum fordert ihr jetzt Sanktionen? Warum habt ihr nicht gleich von Anfang an Sanktionen gefordert? Dann lohnt sich noch einfach mal einen Blick zurück. Als dieser schreckliche Krieg ausgebrochen ist, haben wir an den Märkten gesehen, dass sich gerade die Agrarrohstoffe, Weizen zum Beispiel, hat sich von 220 Euro pro Tonne auf über 400 Euro pro Tonne erhöht. Wir hatten dramatische Preisexplosionen und uns war es wichtig, dass wir in diese, ja, ich nenne sie mal humanitäre Katastrophe, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, dort können sich die Menschen eben kein teures Getreide leisten und da war es uns wichtig und darin haben wir damals auch die Bundesregierung unterstützt, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen jetzt keine Sanktionen fordern, wir wollen kein Öl in diese humanitäre Katastrophe kippen. Also von daher haben wir uns zurückgehalten. Aber inzwischen hat sich die Lage dramatisch geändert. Wenn wir den Zahlen der Kommission glauben dürfen, dann sind die Agrarexporte Russlands auf über 2 Milliarden Euro angestiegen. Ganz perfide ist dabei, wenn wir uns anschauen, womit verdient denn Russland am Ende Geld? Es wurden 3 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine beschlagnahmt, geraubt, 1,2 Millionen Tonnen Ölsaaten wurden gestohlen und dieses gestohlene Material wird jetzt in die Europäische Union importiert, also Russland exportiert in die Europäische Union und mit diesen Devisen werden Waffen gekauft und damit werden Kriegsverbrechen begangen. Also von daher haben wir jetzt eine ganz andere Situation als zu Beginn dieses Konflikts. Zum Zweiten erleben wir, dass wir sehen, dass Putin diese Diskussion, die inzwischen stattfindet, auch für sich politisch nutzen will. Denn an den Märkten hat sich etwas geändert. Die Preise haben sich korrigiert, haben sich auf das normale Maß wieder eingefunden. Wir sehen teilweise sogar Unterschreitungen des Vorkriegsniveaus. Wir kämpfen momentan mit der 200-Euro-Linie beim Weizen. Und da kommen auch schon mal Diskussionen auf. Und die werden auch über TikTok, die werden ganz bewusst auch von Putin gefördert, um zu sagen, das liegt aber jetzt an den ukrainischen Importen in die Union und es wird überhaupt nicht über das russische Getreide gesprochen. Also von daher, das kann nicht sein, das müssen wir dringend abändern. Wir müssen dazu kommen, dass Russland keine Getreidemengen mehr in die Europäische Union importiert. Das macht hier auch die Preise ein Stückchen weit kaputt. Es finanziert seinen Krieg. Also wir haben zwei Stoßrichtungen. Beide lohnt es sich zu verfolgen. Und deswegen ist das ein guter Antrag. Die Situation hat sich komplett geändert. Und deswegen bitte ich an dieser Stelle für Unterstützung zu unserem Antrag. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Stegemann. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Alexander Barz, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Strengere Sanktionen gegen Russland und Belarus im Agrarbereich einführen. Das klingt beim ersten Lesen und Hören erstmal richtig und wichtig. Dass das Ganze aber nicht ganz so einfach ist, wie es der vorliegende Antrag vermuten lässt, das zeigt sich dann beim genaueren Hinsehen. Und ich denke, das wissen Sie auch, liebe Union. Wir haben über viele Jahre hinweg uns viel zu abhängig gemacht von Russland. Das mag man bewerten, wie man will. Ich persönlich bin jedenfalls sehr froh, dass wir in diesem Punkt bereits die Kehrtwende eingeleitet haben und da auf einem anderen Weg unterwegs sind. Der Geldfluss nach Russland, mit dem Putin seine Kriegswirtschaft finanziert, muss lieber gestern als heute auf ein Minimum reduziert werden und bestenfalls sogar vollständig eingestellt werden. Soweit sind wir uns doch erstmal an dieser Stelle einig. Und bei allen Forderungen nach möglichst harten Sanktionen ist es aber doch Aufgabe einer vorausschauenden Regierung, immer mit Bedacht vorzugehen und mögliche Konsequenzen für unsere Wirtschaft immer mitzudenken. Und der vorliegende Antrag der Union liest sich so, als könne man die Sanktionsschraube bedingungslos beliebig fest anziehen. Was Sie dabei aber nicht erwähnen in Ihrem Antrag, sind die negativen Auswirkungen für unsere Agrarbetriebe, die ein solches Vorgehen leider auch mit sich bringen würde. Und Sie fordern, alle Vorkehrungen zu treffen, um bis zum Sommer 2024 ein Importverbot auf alle Agrargüter, Düngemittel und Lebensmittel aus Russland und Belarus einführen zu können. Sämtliche Importverbote von Düngemitteln ersatzlos streichen bis zum Sommer. Wir haben aktuell Ende April. Haben Sie eigentlich mal wirklich mit Landwirtinnen und Landwirten über Ihre Idee gesprochen und mal erläutert, was das für diese bedeuten würde? Es ist ja noch gar nicht so lange her, da haben Sie sich als Retter der Landwirtschaft präsentiert und die Ampel auf allen Bühnen dieses Landes kritisiert dafür, dass wir die Landwirtschaft nicht genug beachten würden und vor allen Dingen unter Druck setzen würden. Was Sie hier jetzt fordern, das ist aber doch im Ergebnis genau das Gleiche und läuft aufs Gleiche hinaus. Ich persönlich komme aus dem Oldenburger Münsterland, einer der landwirtschaftlichen Boomregionen dieses Landes. Und auch hier höre ich immer wieder, die CDU steht an der Seite der Landwirtinnen und Landwirte. Wenn Sie wirklich selbsternannte Agrarexperten sind, dann muss man aber in dieser Sache wirklich etwas mehr Weitsichtigkeit und vor allen Dingen Ehrlichkeit verlangen können. Und das tun Sie in diesem Antrag definitiv nicht. Und noch ein Punkt. Es hat mich in diesem Antrag, liebe Union, doch wirklich sehr, sehr stutzig gemacht. Sie schreiben: Sollte eine Einigung auf EU-Ebene nicht schnell genug erzielt werden, wollen Sie Importverbote im Alleingang durchsetzen. An dieser Stelle frage ich mich dann ehrlich gesagt doch, was wohl Ihre Parteikollegin Ursula von der Leyen zu dieser Idee sagt. Haben Sie sich mal mit diesem Gedankenspiel mit ihr darüber unterhalten? Wäre es mit Blick auf die Europawahl für Sie nicht vielleicht sinnvoller, hier vielleicht ein bisschen mehr Zusammenhalt zu betonen. Trotz aller Differenzen, die es zwischen manchen EU-Staaten gibt, bin ich persönlich mehr froh denn je, dass weitreichende Entscheidungen, die die Festlegung von Sanktionen betreffen, nur im gemeinsamen europäischen Kontext getroffen werden. Alleingänge sorgen nicht für Ergebnisse. Alleingänge sorgen für mehr Spaltung innerhalb der Europäischen Union. Und sie wären ein Zeichen von Schwäche, sie wären Wasser auf die Mühlen von rechten Strömungen und sie wären vor allen Dingen ein Erfolg für Putin. Deswegen wird es solche Alleingänge mit uns an dieser Stelle definitiv nicht geben. Und um eins klarzustellen, Sanktionen gegen Russland und Belarus sind natürlich ein elementarer Bestandteil in den Auseinandersetzungen mit Russland. Deswegen passiert doch auf europäischer Ebene aktuell auch einiges. Die EU-Kommission prüft doch aktuell Sanktionspakete im Agrarbereich, zum Beispiel gegen die Einfuhr von Getreide- und Ölsaaten. Sie tut dies aber nicht alleine, sie tut dies immer mit Bedacht und immer eng abgestimmt mit ihren Mitgliedstaaten. So soll es sein und auch nur so macht das Ganze wirklich Sinn. Was wir zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich selbst tun können, ist doch, unsere Agrarbranche Schritt für Schritt unabhängig zu machen von Russland. Und wenn wir speziell auf Düngemittel schauen, so wurden diese doch vor Putins menschenverachtender Invasion mit billigem russischen Gas in Deutschland produziert.
Die Energiekrise hat dann die Hersteller auch hier wirklich hart getroffen. Was waren die Folgen? Hohe Gaspreise, gedrosselte Produktion, direkter Import von Stickstoffdünger aus Russland. Unsere Hebel bei all dem ist doch der Ausbau von erneuerbaren Energien. Und an dieser Stelle sind wir doch aktiv, meine Damen und Herren. Wie auch alle anderen energieintensiven Branchen wird die Düngemittelindustrie hiervon massiv profitieren. Deswegen bringt die Ampel nach vielen Jahren Stillstand nun unter anderem das Thema Wasserstoff voran. Wir bauen LNG-Terminals, besorgen Flüssiggas aus den USA, schließen Partnerschaften mit Kanada, Australien und Neuseeland. Das wird uns alles dabei helfen, den Preisdruck unserer Düngemittelhersteller zu nehmen und die Produktion in Deutschland zu stärken und Putin damit ein großes Druckmittel zu nehmen, ganz unabhängig von Sanktionen. Und deswegen, um das Thema abzuschließen, sehr geehrte Union, wir sind uns einig, die Sanktionen gegen Russland und Belarus sind ein wichtiger Bestandteil im Umgang mit Putin. Unsere Position bleibt aber klar. Wir wollen ein abgestimmtes Sanktionsregime, das auf EU-Ebene koordiniert wird und dann beschlossen wird und das dann ihre größtmögliche Wirkung entfaltet. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Barth. Nächster Redner ist der Kollege Frank Rink, AfD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kollegen, liebe Mitbürger! Wir benötigen in der EU und in Deutschland keine weiteren Sanktionen gegen Russland oder gegen Weißrussland, nicht im Agrarbereich und auch sonst nirgendwo. Darunter leidet nur einer, und das ist die deutsche Wirtschaft. Wir brauchen Handel und eine Friedensinitiative. Wir brauchen Kali- und Stickstoffdünger aus Russland. Das hat mein Vorredner eben schon gar nicht so verkehrt angesprochen. Da unsere Produktionsanlagen wegen ihrer verfehlten Sanktionspolitik, die Sie ja ganz hervorragend hier im Einklang abgestimmt haben, und ihre völlig verfehlte Energiepolitik nicht mehr in ausreichender Menge produzieren. Sie haben unsere heimische Düngeproduktion platt gemacht, meine Damen und Herren. Mit ihrer Sanktionspolitik einher ging natürlich leider auch der Abbau von zigtausend Arbeitsplätzen. Und scheinbar wollen Sie jetzt genau in dieselbe Kerbe schlagen und damit weitermachen. Die Kosten für Dünger würden dann wieder in astronomische Höhe steigen. Anteil an dem Problem haben natürlich auch die illegalen Getreideimporte aus der Ukraine, die unseren Markt massiv geschädigt haben hier in Deutschland und immer noch weiter schädigen. Meine Damen und Herren, die sogenannten Getreidesolidaritätskorridore durch unser Land entwickeln sich zu großartigen illegalen Schmuggelrouten für internationale Investoren in und aus der Ukraine. Dadurch werden die Lager und Mühlen in Deutschland und Europa mit ukrainischem Getreide geflutet. Dies, meine Damen und Herren, führt zu einem Preisverfall auf dem deutschen Getreidemarkt bei gleichzeitigen Produktionskostensteigerungen hier bei uns. Ohne kostengünstigen Dünger aus den Ländern, die Sie hier sanktionieren wollen, meine Damen und Herren von der CDU, ist die deutsche Landwirtschaft in dieser Art und Weise doch gar nicht mehr darstellbar. Und eigentlich wundert es mich, dass Sie solch einen verrückten Antrag hier stellen. Warum sollen wir uns den Ast absägen, auf dem wir sitzen, für einen Konflikt, dessen Preis unsere Betriebe und unsere Unternehmen zahlen? Das ist nicht unser Krieg, aber er gefährdet wegen Ihrer Politik unsere gesamte Wirtschaft und auch unsere Versorgungssicherung mit Lebensmitteln. Die bisherigen Sanktionen tragen übrigens auch mit dazu bei, dass das deutsche Wirtschaftswachstum momentan bei 0,2% steht und das Wirtschaftswachstum der Russischen Föderation bei 3,2% liegt. Meine Damen und Herren, das sage nicht ich. Frau Künast, jetzt hören Sie mal genau zu. Das sagt der IWF. Herzlichen Glückwunsch. Denn Ihr Versagen in Gänze ist ja kaum anders noch darstellbar. Natürlich wollen wir keine Produkte auf unserem Markt, die unsere Standards nicht erfüllen. Das wissen Sie, das ist eine der Kernpositionen der AfD. Die deutschen Standards sind unantastbar, völlig egal, ob ukrainisches oder russisches Getreide. Nichtsdestotrotz brauchen wir den Dünger von dort, denn hier produzieren wir keinen mehr. Sie und Ihre Parteien haben der deutschen Landwirtschaft doch in diesem Jahr eigentlich auch schon mehr als genug geschadet. Denkt man mal nur diese paar Monate zurück. Ich sage mal, Ausgleichszahlungen werden nicht rechtzeitig ausgeschüttet. Die Agrardieselrückvergütung haben Sie abgewickelt, und auch Sie haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert, hätten ja mit uns abstimmen können. Doch vielleicht sollten Sie mal aus dem Elfenbeinturm rauskommen, alle Mann, und die Realität auf den deutschen Straßen sehen. Kein deutscher Bürger möchte weiter, dass wir diesen Konflikt befeuern.
Wir brauchen eine Politik der Vernunft, eine Politik der Diplomatie und, meine Damen und Herren, keine Politik der weiteren Eskalation. Frieden und Wohlstand sollte eigentlich das Ziel deutscher Politik sein. Und das, meine Damen und Herren, erreichen wir nicht mit weiteren uns selbst schädigenden Subventionen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brink. Wenn ich das richtig sehe, ist die nächste Rednerin die Kollegin Renate Künast, Bündnis 90 Die Grünen. Ich kriege das, was Sie auch kriegen, die sogenannten Diäten, Herr Kollege. Ja, gucken Sie mal an. Ich will was zu meinem Vorredner sagen, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wenn Sie hier sagen, unsere Standards, also Ihre, seien die Deutschen, glaubt das kein Mensch. Das glaubt kein Mensch. Sie sagen doch immer, alles sei hier falsch. Sie reden immer pro Russland, pro China. Das glaubt kein Mensch. Und wenn Sie sagen, die Bauern seien so toll auf ihre Sachen ausgerichtet, in Ihrem Programm steht, dass Sie den Bauern sämtliche Subventionen streichen wollen, warum beklagen Sie hier das mit dem Agrardiesel? Das macht keinen Sinn. Und als Letztes füge ich hinzu, wenn irgendjemand das Wort Vernunft schreibt in diesem Land, wird das bestimmt nicht mit dem Buchstaben AfD buchstabiert. Und gerne zu dem Antrag der CDU-CSU, meine Damen und Herren, die, mit der Herr Giese gerade fraterniert. Das ist ja interessant. Ich will Ihnen eines klar sagen zu Ihrem Antrag. Gut, dass Sie ihn stellen und damit ein Thema adressieren, das uns ja alle bewegt, meine Damen und Herren. Hallo, Gregor. Gut, dass Sie das Thema adressieren. Das interessiert uns alle, und Sie adressieren damit ein Thema, das auf europäischer Ebene ja längst seriös diskutiert wird. Und deshalb muss ich an der Stelle auch sagen, dass Sie meines Erachtens mit Ihren sehr rabiaten Äußerungen vollumfängliches Importverbot für Agrargüter, Düngemittel, Lebensmittel aus Russland und Belarus und sogar ein Exportverbot für Landmaschinen aus Deutschland nach Russland vorgehen, dass ich das ein bisschen undifferenziert finde. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Weil ich glaube, dass die Debatte den richtigen Punkt trifft. Deshalb wird ja in Brüssel diskutiert über Sanktionen, über Zölle und Ähnliches. Aber dass man dann schon genauer hinsehen muss, meine Damen und Herren. Und das würde dann heißen, das muss ich hinzufügen, würde heißen, dass man sehr genau differenziert nach den einzelnen Produkten, Gruppen, um die es in dem Bereich geht. Dann muss man sich überlegen, ist Sanktion besser oder ist Zoll besser? Was hat die größere Wirkung? Wofür kriegst du eher eine Mehrheit? Dann müssen wir uns überlegen, zum Beispiel bei Düngemitteln, was das für ein Preissignal auf den europäischen Märkten ist. Das spricht noch nicht dagegen. Ich will nur sagen, wir müssen dann auch die Landwirte überzeugen. Oder wir müssen unseren Landwirten, wenn die Preise dann steigen, natürlich sagen, würde ich mir Ihre Unterstützung wünschen. Wir machen zum Beispiel bei, statt Glötz abzuschaffen, machen wir ein paar gute Programme, zum Beispiel für mehr Leguminosenanbau und den Stickstoffbindung im Boden, weil ja die Düngemittel damit teurer wären. Da müssen Sie sich bitte ganzheitlich bewegen, meine Herren. Ich möchte auch, dass wir an der Stelle uns angucken, eine Folgenabschätzung für Drittstaaten, also ob Dinge durch uns durchgeleitet werden und dann in Ländern, die hungern, ein Problem bereiten. Jetzt will ich niemanden in die Situation bringen, aus Hungergründen russisches Getreide zu essen, aber wir müssen es uns alle ansehen. Also, ich wollte damit sagen, kommen Sie zum Schluss, bitte. Sie haben im Prinzip recht, aber die Situation ist komplexer als hier. Wir müssen unseren eigenen Markt ansehen und wir machen meines Erachtens keine Alleingänge, sondern wir beraten das Ganze seriös in Brüssel. Vielen Dank. Sie können gleich noch mal zu Wort kommen. Die AfD-Fraktion hat um eine kurze Intervention gebeten, die ich zulasse. Herr Kollege Ring, Sie haben das Wort. Nun, Frau Künast, da Sie mich ja eben gerade angesprochen haben nach meinem Redebeitrag, ich weiß nicht genau, für wen Sie und Ihre Partei hier Politik machen, aber von mir kann ich Ihnen sagen, ich mache Politik für das deutsche Volk. Und Sie sollten vielleicht auch mal lesen, was am Deutschen Bundestag steht, dem deutschen Volke. Frau Kollegin Künast, Sie müssen darauf nicht antworten, Sie können darauf antworten, wenn Sie wollen. Ich sage Ihnen, Herr Rink, ich lese einfach immer die Berichte der Geheimdienste und Ähnliches, wer bei Ihnen welches Geld bekommt. Und danach macht, ja, ich habe auch, ja,
Trotz alledem sind Sie und aus Ihrer Gruppe eine ganze Menge Leute, die dort Geld nehmen. Und das löst die Frage aus, wenn Sie nicht Herrn Krah oder Herrn Bösdorn und andere auffordern, ihre Mandate niederzulegen und Ähnliches, dann müssen Sie sich das quasi im Wege des Organisationsverschuldens mit anrechnen lassen. Danke. So. Nun unterbreche ich kurz die Aussprache und komme zurück auf den Tagesordnungspunkt 15 und erkläre, die Zeit für die namentliche Abstimmung ist gleich vorbei. Ist noch jemand im Hause, der seine Stimme nicht abgegeben hat? Dann husch. Da vorne. Oh. Husch jetzt. Winken reicht nicht. Mir wieder lustig. Es folgt die erneute Frage. Ist noch jemand anwesend, der seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Das sehe ich nicht. Dann da rennt. Oh, langsam reicht's aber. Ich glaube, es ist ein dynamischer Sozialdemokrat, der gerade für Olympia trainiert hier. Also jetzt noch einmal. Ist noch jemand im Saal, der seine Stimme nicht abgegeben hat? Der hat jetzt Pech. So, dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Wir kommen jetzt zurück zu unserer Aussprache zu Top 16 und ich erteile als nächsten Redner dem Kollegen Karl-Julius Kronenberg, FDP-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorliegenden Antrag fordert die Union die Bundesregierung auf, sich in Brüssel für strenge Sanktionen gegen Russland im Agrarbereich einzusetzen. Damit wäre geklärt, wie groß sie den Einfluss auf die eigene Spitzenkandidatin bei der anstehenden Europawahl Ursula von der Leyen einschätzt. Vielleicht ist sie tatsächlich nicht sonderlich groß. Was dann aber automatisch zu der Frage führt, warum die Union eine Kandidatin kürt, die in Brüssel konsequent missachtet, was die Union in Berlin beschließt. Vielleicht verleiht der heutige Antrag aber auch der Erkenntnis Ausdruck, dass es an der Politik der Bundesregierung, was die Russland-Sanktionen anbetrifft, genau genommen nichts auszusetzen gibt. Oder aber die Antragsteller wollen kurz vor der Europawahl der heimischen Landwirtschaft ein protektionistisches Zückerle anbieten, ohne in die missliche Lage zu geraten, derselben erklären zu müssen, dass die Union sich an anderer Stelle vehement für den Abschluss von mehr und neuen Handelsabkommen von Kanada bis Neuseeland, von Australien bis Argentinien einsetzt. Ich sage mal so, Ihrer politischen Glaubwürdigkeit sind solche wahlkampftaktischen Nebelkerzen wohl kaum dienlich, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union. Also unterstellen wir mal, Sie seien ernsthaft der Ansicht, dass Strafzölle auf russische Agrarexporte in der Lage wären, Putins Kriegswirtschaft empfindlich zu schwächen. Das Volumen der russischen Agrarexporte in die EU wird auf 2 Milliarden € im Jahr geschätzt. Nach Abzug aller Kosten für Erzeugung, Speicherung und Transport dürfte ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag für Putins Kriegskasse übrig bleiben. Viele der weg wäre das nicht nichts, ganz sicher nicht. Aber der Einfluss auf die finanziellen Fähigkeiten des Kremls bleibt ehrlicherweise marginal. Anders verhält es sich mit den russischen Ölexporten. Die spülen tatsächlich Jahr für Jahr zig Milliarden Dollar in Putins Staatssäckel und finanzieren somit quasi die gesamten Kriegskosten von geschätzten 100 Milliarden Dollar per anno. Kurzfristig können wir leider daran nichts ändern.
Langfristig ist es der Ausbau der erneuerbaren Energien, der zu weltweit sinkender Nachfrage nach Rohöl und damit zu weniger Petrodollars für Putin führt. So schwächen wir den russischen Aggressor, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn die Welt kein Öl mehr braucht, trocknet Putins Kasse aus. Welche Auswirkungen hätten Strafzölle auf russischen Weizen kurzfristig? Zunächst bedeutet weniger Angebot steigende Preise für Lebensmittel. Nicht gut für Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa. Für unsere Hersteller von Lebensmitteln auch nicht. Und erst recht nicht gut für die Menschen in den ärmsten Ländern der Welt wie Somalia und Eritrea. Dort, wo es noch Millionen Menschen gibt, die Hunger leiden. Ich frage Sie, haben Sie Ihren eigenen Antrag eigentlich mal zu Ende gedacht? Wollen Sie ernsthaft für ein paar Sympathiepunkte bei den Bauern steigende Lebensmittelpreise in Eritrea als Kollateralschaden billigend in Kauf nehmen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Am Ende des Tages stärkt Ihr Antrag das chinesisch-russische Narrativ, dass es der Westen nicht gut meint mit dem Rest der Welt. Statt mit protektionistischen Zöllen Märkte zuzumachen, wäre es besser, wir öffneten unsere Märkte für Exporte aus Afrika und Südamerika. Das mindert chinesischen und russischen Einfluss im globalen Süden. Das stärkt Europa im Wettbewerb mit den Autokraten und bringt verlorenes Vertrauen zurück. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es mag uns nicht zufriedenstellen, dass Sanktionen kurzfristig nicht viel nutzen, vielleicht sogar schaden. Aber langfristig können klug verhängte Sanktionen Russland tatsächlich schwächen. Und bis dahin geht es darum, die Ukraine in ihrem tapferen Verteidigungskampf weiter massiv zu unterstützen. Dafür brauchen wir eine starke Wirtschaft, so stark, dass wir immer die Ressourcen haben, die es braucht, whatever it takes. Das schaffen wir mit mehr freien Handel, mit weniger Bürokratie und der Wirtschaftswende in Brüssel und Berlin. Vielen Dank, Herr Kollege Kronenberg. Nächster Redner ist der erfolgreiche CSU-Abgeordnete Max Straubinger. Mein geschätzter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren ja heute über den eingebrachten Antrag von CDU-CSU-Fraktion, die Sanktionen im Agrarbereich gegenüber Russland also zu verstärken bzw. insgesamt natürlich dementsprechend auszubauen, soweit noch nicht in einzelnen Bereichen vielleicht auch geschehen. Wir haben den Agrarbereich in der Regel von den Sanktionen ja ausgeschlossen. Ob der globalen Sichtweise auf die Ernährungssituation auf der Welt. Ich glaube, das war auch richtig so in der Vergangenheit. Aber wir müssen jetzt feststellen, dass auch die vermehrten Exporte von Russland in die Europäische Union mittlerweile dazu einen Beitrag leisten, Destabilisierungspolitik gegenüber der EU zu betreiben. Wenn im Jahr 2022 rund 400 Millionen Tonnen Getreide oder Weizen in die EU exportiert wurde von Russland, so hat sich der Export Russlands innerhalb eines Jahres verdoppelt auf 881 Millionen Tonnen. Und lieber Herr Kronenberg, hier geht es auch nicht um die Frage, ob damit der Preis in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt wird. Die Preise bilden sich auf den Weltmärkten, sondern es gibt ein großes Angebot. Aber mittlerweile ist Russland dazu übergegangen, die Preise bzw. die Stabilität in der Europäischen Union zu unterlaufen mit einer Niedrigpreispolitik des Angebots. Und das dient dazu, letztendlich die Märkte bei uns zu destabilisieren und ist dazu angetan, die Kriegswirtschaft von Putin letztendlich zu finanzieren. Und lieber Herr Kronenberg, also ich verstehe Sie ja wirklich nicht an diesem Bereich. Mit Ihrer Logik, da müsste man ja weiterhin auch Gas beziehen aus Russland. Ja, natürlich, genauso. So wie Sie die Logik Ihrer vorgetragen haben, des freien Handels, müsste das geschehen. Und die Vorwürfe, die Sie an die Europäische Kommission mitwenden, da frage ich mich nur, dann haben Sie der Kollegin Künast offensichtlich nicht zugehört. Denn die Frau Kollegin Künast hat dargelegt, dass auf der europäischen Ebene bereits über Sanktionen bezüglich Nahrungsmittelimporte aus Russland sehr intensiv diskutiert wird. Und ich würde ja den
werten Ampelkollegen empfehlen, diese Diskussion auch mitzugestalten. Denn die europäischen Vertreter, die sind schon wesentlich weiter, wie Sie hier letztendlich die Diskussion führen. Die sind nämlich dafür, entsprechende Sanktionen gegenüber Russland hier entsprechend, also auch, ja natürlich, Herr Barth, natürlich wird das getan. Und da bin ich auch überzeugt, dass wir diese Sanktionen insbesondere bei Getreideimporten auch erleben werden mit zusätzlichen Zöllen, weil es auch richtig ist, der Weizen, der in Russland produziert wird, der soll auf den Weltmärkten woanders angeboten werden und nicht in der Europäischen Union, wo er für harte Währung letztendlich dann verkauft wird und damit die Kriegswirtschaft Russlands und Putins stärkt. So ist es, Herr Barth. Und wenn Sie sich gegen Sanktionen gewehrt haben, dann frage ich mich nur, wie viele Sanktionen haben wir ausgesprochen, die deutsche Wirtschaft letztendlich auch Schaden zugefügt hat. Ist es ein Ungleichgewicht? Ist es richtig, dass man in der Metallindustrie oder auch im Lebensmitteleinzelhandel und sonstigen Einzelhandel und in Dienstleistungen, keine Ingenieurleistungen und, da durften ja viele deutsche Anbieter nicht mehr tätig werden. Die sind auch geschädigt. Also, dann braucht man eine konsequente Politik, also hier entsprechend mit den Sanktionen zu arbeiten. Denn es geht nicht nur um die Preisbildung, Herr Kollege Cronenberg. Es geht auch um die Stringenz letztendlich der Haltung gegenüber der Kriegswirtschaft von Russland und von Putin. Und dazu wollen wir mit unserem Antrag einen Beitrag leisten. Und deshalb bitten wir auch um die Unterstützung unseres Antrags, damit die Bundesregierung in dieser Richtung auch tätig wird und zusätzlich auf die Europäische Union entsprechenden Einfluss ausüben wird, damit endlich diese Importe aus Russland gestoppt werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Straubinger. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, komme ich zurück auf Top 15 und gebe Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung, Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten Operation EUNAVFOR mit Irini bekannt. Abgegebene Stimmkarten 657, mit Ja haben gestimmt 555. Mit Nein haben gestimmt 100, Enthaltungen 2. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Wir kommen jetzt zurück zu Top 16 und ich erteile der nächsten Rednerin das Wort, das ist die Kollegin Dr. Daniela de Ridder, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich wollte mich zunächst bedanken bei der CDU-CSU-Fraktion für die Einbringung dieses Antrags. Er erlaubt uns ja zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich zu dem der Sanktionen gegen Russland, hier zu diskutieren und zu debattieren. In der Tat, lieber Herr Straubinger, hat Russland am 24. Februar 2022 die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine aufs Schändlichste angegriffen. Und es ist leider bis heute kein Ende des Krieges in Sicht. Ich bin Vizepräsidentin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und deren Parlamentarierversammlung. Und ich war bis zum letzten Herbst Sonderbeauftragte für Osteuropa und damit zuständig für die Ukraine, Belarus und Moldau. Und ich kann Ihnen sagen, ich hatte Gelegenheit, nach Kiew, nach Butscha und nach Irpin zu fahren. Und die Eindrücke, die begleiten mich noch so manche Nacht. Deshalb ist es gut, dass wir das hier diskutieren können. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Aggressor Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Nein, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und daran darf es keine Zweifel geben. Aber es ist gut, lassen Sie uns reden darüber, dass wir nicht nur militärische Mittel zur Verfügung haben, um der Ukraine zur Seite zu stehen. Auch bei aller Bewunderung, die ich hege für unseren Verteidigungsminister Boris Pistorius, der vom ersten Tag seines Amtsantrittes an sich proaktiv für die Ukraine ansetzt. Nein, liebe Kolleginnen, wir müssen auch darüber diskutieren, welche wirtschaftspolitischen Sanktionsmittel wir zur Verfügung haben.
haben. Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, fordern die Damen und Herren von der Union ein vollumfängliches Importverbot aller Agrargüter, Düngemittel und Lebensmittel aus Russland und Belarus. Solche Vorschläge klingen ja zunächst mal ganz gut, wenn man reaktiv emotional arbeiten und handeln will. Die Lage, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ist aber komplizierter und die internationale Situation hochkomplex. Lassen Sie mich das kurz erläutern. Es gibt gute Gründe, warum die EU mit solchen Sanktionen bei genau dieser Situation so zurückhaltend reagiert hat. Denn Ernährungssicherheit und Bezahlbarkeit von Lebensmitteln, so der Europäische Rat, sind die höchste Priorität für die EU-Staaten. Die Sanktionen der EU und damit auch unsere eigenen zielen nämlich darauf, Russlands Fähigkeit zur Finanzierung dieses Krieges, Sie haben es angesprochen, zu schwächen. Aber sie richten sich eben insbesondere gegen die politische, militärische und wirtschaftliche Elite des Landes, die für die Invasion verantwortlich ist. Die restriktiven Maßnahmen sollen explizit nicht die russische Zivilgesellschaft treffen. Und aus diesem Grund hat die Europäische Union entschieden, gerade die Bereiche Lebensmittel, Landwirtschaft, Gesundheit und Arzneimittel aus den verhängten restriktiven Maßnahmen auszunehmen und das mit großer, großer Sorgfalt, lieber Herr Straubinger, zu behandeln. Wir brauchen also ganz andere Maßnahmen, nämlich solche, die auf Finanz- und Wirtschaftswesen und auf den Militärapparat in Russland abzielen. Also wir müssen uns doch stark machen, um den Oligarchen in Russland, die das finanzieren, das Handwerk zu legen. Und da müssen wir einfrieren, Vermögen einfrieren. Und auf keinen Fall sollten wir Maßnahmen unterstützen, die nicht intendierte und indirekte Maßnahmen darstellen, die die russische Zivilgesellschaft treffen oder der Kollege Kronenberg hat es gesagt, ärmere EU-Länder oder Länder des globalen Südens schädigen. Aber wir dürfen nachdenken, dazu nehme ich die Einladung gerne an, wie wir diese bisherigen Sanktionen besser dokumentieren und besser monitoren können. Die russische Zivilbevölkerung, lassen Sie mich das sagen, leidet unter einem Pseudopräsidenten. Ich nenne ihn Pseudopräsidenten, weil er eben nicht durch freie und faire Wahlen legitimiert ist. Putin, Lavrov, der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch, aber auch der Oligarch Roman Abramowitsch und viele andere haben keinen Zugang mehr zu ihren Vermögen. Das ist ein richtiger Angang. So sollten wir weiterverfahren, liebe Kollegin. Ihren Antrag müssen wir leider ablehnen. Er ist unterkomplex und nicht zu Ende gedacht. Wer A sagt, muss auch B sagen und dann auch zur Not das ganze ABC aufsagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner das Wort der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auf den Krieg wird diese Sanktionspolitik keinen Einfluss haben, das ist schon klar gesagt worden, weil das Volumen, was hier gestrichen wird, keinen Einfluss darauf nehmen kann. Es ist zu niedrig. Auf die Antwort, worum es wirklich geht, kommt man nur, wenn man sich intensiver mit den realen Fakten beschäftigt, nämlich, dass zum Beispiel im Sommer 2022 in der Ukraine Selenskyj 17 Millionen Hektar des ukrainischen Schwarzerdebodens in das Eigentum von US-Konzernen überführt hat, wie Monsanto, Cargill und DuPont, hinter denen sich BlackRock, Vanguard und Co. verstecken. Und diese Agrarkonzerne der USA übernehmen jetzt zollfreie Exporte in die EU. Das ist das, was hier im Hintergrund passiert. Das haben Sie nur bei der CDU nicht gewusst. Es geht darum. Sogar das Geschäft mit dem Wiederaufbau hat Selenskyj an BlackRock-Chef Larry Fink übertragen. Selenskyj hat aus seinem Land eine US-Kolonie gemacht. Und wenn sich Herr Merz und Selenskyj treffen, dann trifft sich der Vertreter von BlackRock Deutschland mit dem aus der Ukraine, der die ukrainische Kolonie vertritt. Und ich kann Ihnen nur eins sagen,
Das ist das, was wir nicht dulden können, dass wir immer mehr auch mit unserer Ernährungssicherheit von den USA abhängig gemacht werden und die eine Abhängigkeit durch die andere ersetzt wird. Und das machen Sie mit den Grünen, weil Sie mit den Grünen eine Koalition bilden wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fahle. Letzter Redner dieser Debatte ist der Kollege Mike Ausendorf, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, kommen wir mal wieder zurück zur eigentlichen Debatte. In der Vergangenheit und bis vor kurzem war es ja so, dass die Union Handelspolitik vor allen Dingen gesehen hat als Mechanismus, möglichst billig Produkte nach Deutschland zu kriegen. Und ich sage ausdrücklich, und das ist gut, dass Sie jetzt gesehen haben, dass Handelspolitik auch Ausdruck und Teil von einer wertegeleiteten strategischen geopolitischen Politik sein muss und kann. Und dafür danke ich Ihnen. Aber, und das haben auch schon meine Vorrednerin teilweise angesprochen, es ist an dieser Stelle ein ganzheitlicher Blick nötig. Es bringt jetzt nichts, wenn wir aus dem Bauch heraus spontane Sanktionsforderungen stellen, sondern wir müssen es mit Augenmaß machen und wir müssen auch in alle Richtungen gucken und es differenziert abwägen. Gerade Sanktionen im Nahrungsmittelbereich können weitreichende Folgen haben über Deutschland hinaus. Sie können, das wurde schon angesprochen, die Märkte beeinflussen, vor allen Dingen möglicherweise die Versorgung auch von ärmeren Staaten im globalen Süden nachteilig beeinflussen. All das müssen wir mit im Blick haben und das haben wir ja auch, beziehungsweise unsere Kolleginnen und Kollegen in Europa arbeiten ja auch an genau diesem Thema und das ist gut so. Wir arbeiten hier auch daran und ich finde das, ehrlich gesagt, ich freue mich über Ihren Antrag, denn ich habe schon öfter gesagt im bilateralen Gespräch mit Kolleginnen von Ihnen, aber auch schon öffentlich, wenn wir im globalen Wettbewerb mit systemischen Rivalen, die wir so euphemistisch nennen, China oder mit echten Gegnern wie Russland, auch nur den Hauch einer Chance haben wollen, dann brauchen wir langfristig angelegte geopolitische Strategien und Handelspolitik ist ein Teil davon. Und es reicht auch nicht, wenn eine Bundesregierung das mal ein paar Jahre verfolgt, sondern das müssen wir wirklich längerfristig anlegen. Und deswegen ganz herzlich meine Einladung an Sie von der Union, das müssen wir langfristig gemeinsam auf den Weg bringen und das dann auch über Regierungen hinweg weiter verfolgen. Wenn wir im globalen Wettbewerb bestehen wollen, dann ist das essentiell. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass wir jetzt nicht uns darauf versteifen, wie Sie es ja vorschlagen, wenn das in Europa nicht wird, dann machen wir es halt hier selber auf nationaler Ebene. Das wäre genau der falsche Weg, denn das wäre das Zeichen, dass wir uns in Europa nicht einig sind. Und das ist aber unsere erste Aufgabe, diese Einigkeit auf europäischer Ebene herzustellen. Und dafür brauchen wir auch Sie. Und wir haben ja Ihre Kommissionspräsidentin da an unserer Seite. Wirken Sie doch darauf ein, dass wir da zu einem guten Ergebnis auf europäischer Ebene kommen. Am Ende, und ich wiederhole mich hier nochmal und komme damit auch zum Schluss, funktioniert es nur in Einigkeit, europäisch, in nationaler Einigkeit, dann können wir es schaffen. Und ich lade Sie noch mal ein und fordere Sie auf, helfen Sie mit national und europäisch, dann haben wir hier gute Chancen und da sollten wir weitermachen. Vielen Dank, Herr Kollege Ausendorf. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 11.141 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist strittig. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP wünschen Federführung beim Wirtschaftsausschuss. Die Fraktion der CDU-CSU wünscht Federführung beim Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Wie wird das ausgehen? Ich lasse es erst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der CDU-CSU. Wer stimmt dafür? Die CDU-CSU. Wer stimmt dagegen? Die regierungstragenden Fraktionen und die AfD und der Rest der linken Gruppe. Damit ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, Federführung, Wirtschaftsausschuss. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Die regierungstragende Fraktion, AfD und Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? CDU-CSU-Fraktion, Enthaltung, keine. Dann ist der Überweisungsvorschlag angenommen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 7, zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90,